Hello everybody, welcome back to my Let's Play. Okay. Nein, ich wollte euch jetzt nur mal verarschen. Wir kommen zurück zu Minecraft Let's Play. Ja, für heute habe ich mir mal was ganz anderes ausgedacht. Und zwar werden wir heute... wir werden heute dieses Haus hier vergrößern. Ja, ich habe mir hier vorher so einen kleinen Plan gezeichnet. Ich mache jetzt erstmal Musik an. Ich mache wieder diese chillige Musik von Sims 2 und SimCity 4 an. So. So, Mucke haben wir wieder. Dann wollen wir mal anfangen. Und zwar habe ich mir jetzt hier einen Plan zurechtgelegt. Den lege ich jetzt mal vom Bildschirm. Und dann, ja, werden wir das Haus ein bisschen aufbauen. So, fangen wir mal an. La 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 la, ich mache mal die Mucke ein bisschen leiser. Tja, die Axt hat sich gerade verabschiedet. Habe ich denn noch eine im Inventar? Ja, Gott sei Dank. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das richtig ist. Es kann sein, dass ich in dieser Aufnahme etwas weniger rede, weil ich muss mich hier echt konzentrieren. So, bis hier muss das weg. Komisch, wir haben bis jetzt den Holzvorrat noch so gut wie gar nicht angerührt. Obwohl das Haus jetzt schon, das kannst du, eigentlich nicht gerade klein ist. So, ich muss mich jetzt, ja, Holzvorrat nicht angerührt. Ich glaube, dass, fehlt noch eine Dschungelsucherei. Ja, ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall ab hier. Dann 1, 2. Ich muss mal kurz sehen. 1, 2. Da kommt dann so 1, 2, 3. 3, 3, 4, 5. So, und da kommt dann Naturholz hin, wovon ich jetzt gerade, glaube ich, auch gar nichts mehr habe, ne? Tolle Vorbereitung. Ich passe das mal so ein bisschen an. So, komisch, so habe ich das eigentlich gar nicht geplant. Ach, hier ist schon die Wand. Ah. Ja, das erklärt natürlich so einiges. Weil ich habe das nämlich eigentlich ganz anders geplant. Und hier ist eigentlich schon die Wand. Weil das sieht ja nur eine eingängige Küche im Endeffekt. Ja, jetzt habe ich schon verraten. Hier wird die Küche sein. Ja, wie es aussieht, müssen wir uns jetzt erstmal auf Holzfällertour begeben. Nachdem wir einen sanften Schlaf hinter uns gebracht haben, der inzwischen aber auch schon wieder vorbei ist. Also machen wir jetzt eine kleine Reise und gucken, ob wir Mangrovenholz finden. Denn die Bäume da hinten will ich nicht abholzen. Die haben irgendwie was. Ich hoffe, dass hier in der Nähe ein Dschungel ist, womit wir uns leicht befriedigen können. Okay, das hört sich jetzt ein bisschen falsch an. Aber ist ja auch wahr. Wir brauchen Holz. Das nicht gerade wenig. Ich dachte eigentlich, dass wir gar nicht so einen großen Holzverschleiß haben. Ja, von wegen. Ich glaube, ich baue hier zu viel. An Werkzeuge und so ein Scheiß. Na, warum ruckelst du nun wieder? Ach, Avira macht gerade ein Update. Das erklärt so einiges. Ich weiß noch, mein Großvater hat immer gesagt, man soll kein Boot hinterher springen. Aber trotzdem mache ich es alle zwei. Na, hör auf zu ruckeln. Komm! Die Chance laden auch ganz schön spät. Oh, da hinten steht eine Mumichkuh.
Mumich, Kuh will tot. Mumich, 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 Mumich. Ey, Fräulein. Mumich. Errungenschaft erzielt, Cowboy. Gott, wäre das jetzt mal die Xbox-Version. Da würde es jetzt 5 Gamer-Punkte für geben. Gibt es eigentlich den Errungenschaft Cowboy bei der Xbox-Version? Ich glaube schon. Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal nachgucken. Sage ich dann in der nächsten Aufnahme, wenn ich es nicht vergesse. Gott, warum ruckelt der denn jetzt hier so? Auch die CPU ist gerade total überlastet. Ich mach mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Und guck mal eben, wieso das hier so abruckelt. Bin gleich wieder da. So, wir sind wieder da. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, das liegt am Wald. Oder weil er die Welt da hinten noch nicht erstellt hat. Ich latsche jetzt einfach mal da einfach durch. In der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Dschungel ist. Ich war ja eigentlich auch doof, als ich... Jetzt sag nicht, das ist auch eine Insel. Ich war ja eigentlich auch doof. Ich hätte, als ich den Dschungelbaum abgeholzt habe, eigentlich auch die Setzlinge behalten können. Wow, das war knapp. Was? Dann macht die Mumichkuh schon wieder. So, die Musik ist hier gerade ein bisschen laut. Aber das hat so Sims-Musik so an sich. Oh, schade. Dafür habe ich jetzt aber was gefunden, was wir später für ein Deko-Element noch brauchen werden. Zuckerrohr. Denn aus Zuckerrohr macht man Papier und aus Papier macht man Bücher. Und Bücher brauchen wir später noch. Jetzt hör ich mich an, wie so alle Arschgenate. Ich will aber keine Arschgeige sein. Lieber Horst Schlemm. Gott, hör auf zu ruckeln hier, Mann. Das ist Minecraft, nicht die Ruckelparty. Aber da hinten erstellt er die Welt auch gar nicht. Schweinchen. Fahrschweinchen. Still, gerade nichts hatten. Ach komm! Kannst so einen Doofen erzählen, dass die ganze Welt hier nur aus Bergen besteht? Und aus hier, komisch. Hier beim Berg ruckelt's jetzt nicht mehr. Bitte lass hier irgendwo ein Dschungel sein. Na gut, für eine Melone. Melone, tolle Melone. Für einen Kürbis hat sich die Reise ja halbwegs gelohnt. Nein, ich meine echt. Das ist, in der ersten Welt hatte ich es nicht mit Höhlen finden und in der zweiten Welt habe ich es nicht mit Dschungel finden. Vor allen Dingen, ich glaube, da hinten muss ich lang, ne? Irgendwie werden wir schon zurückkommen. Und wir gehen auf abenteuerliche Reise durch die Wildnis. Schafe schubsen. Oh Mann, geht hier gar nicht. Ich übertreibe. Gerade als ich die Aufnahme starten wollte, hatte ich schon wieder so einen lästigen Sinnzugrifffehler. Also, ich will ja nicht immer dieses Thema anschneiden. Aber mein Handy ärgert mich. Komisch, irgendwie sieht das hier so ein bisschen aus wie das Survival-Experiment aus meiner Überlebenswelt. Ich mal so ein kleines Survival-Experiment gestartet. Und, ja. Und hier ist ein Bombenkrater. Ach Mann, ey. Winterbiom. Kannst du doch nicht machen. Und wir haben noch nicht mal Knochen dabei, um einen Hund zu zähmen. Aber wir können gegen Hunde kämpfen. I am angry. You are